Servus, heute wird's interessant. Wir schalten zum Prusa Mark IV zum allerersten Mal nach dem Zusammenbau ein. Wer auch einen Zusammenbau gerade plant oder durchführt, schaut euch unsere Videoserie dazu an. 6 Teile, insgesamt 6 Stunden Laufzeit. Und jetzt geht's an den Selbsttest und ans Einschalten. Hoffentlich explodiert er uns nicht gleich. Und los geht's. Achtung Leute, wir schalten jetzt das erste Mal. Ey, es kann jetzt alles passieren. Wenn es explodiert, dann lacht's schön. Und wenn es nicht explodiert, dann seid nicht traurig. 1, 2, 3. Und der Drucker startet. Wir haben scheinbar nicht alles falsch gemacht. Explodieren tut nichts. Wir haben sogar unten gerade die LEDs gesehen. Grüne LEDs nach unten. This is your original Prusa MK4 printer. I would like to guide you through the setup process. Das ist jetzt der Wizard. Yeah! Das machen wir doch jetzt mal schnell. Hier kann man Cancel, Continue machen. Und das ist der Druckknopf. Also wir schauen jetzt, der Self-Test prüft auf potenzielle Zusammenbaufehler oder Probleme. Los geht's! Schaut, dass man nicht klar auf Deutsch umstellen kann. Finde ich schade. Hier sehen wir die beiden Lüfter, RPM, Rounds per Minute, also wie viel Umdrehungen pro Minute die Lüfter machen, sieht man hier. Fan-Test, Hot-End-Fan-Test, Print-Fan-Test, alles gut. Oh oh. Wow, klingt echt mega gut. Jetzt Load-Cell-Test, also diese integrierte Waage wird jetzt getestet. Dabei braucht das Gerät unsere Hilfe, sagt's. Du wirst gefragt, to tap the nozzle. Ich soll den Nozzle tappen, also berühren. Kein Problem, sie wird kalt sein. Ja, guter Joke, Joseph. Der Joseph hat doch irgendwas eingebaut für mich. Glüht jetzt auf 500 Grad vor und dann soll es tappen, oder? Continue. Tap Nozzle in 3, 2, 1, now. Yes, Load Cell Test passed. Also, hat funktioniert. Das Krachen ist normal, da hat er jetzt die Z-Achse eingestellt. Jetzt sagt er Wait. X-Achse ist das jetzt. During the test. Das schaut jetzt irgendwie nicht so gesund aus, oder? Doch? Doch? War scheinbar normal. Jetzt Y-Achse, also Heizbett. Wir haben übrigens noch gar nicht das magnetische Teil draufgelegt. Das werden wir gleich mal noch nachholen. Das originale Steel Sheet. Also Y-Achse fährt ein. During the test, the heatbed and extruder. Ich habe es nicht mehr lesen können. Nozzle Heater Check. Jetzt heizt er die Nozzle auf. Hier, das schmeißen wir noch schnell drauf, oder? Das geht so. Klack drauf. Yeah. Und hier steht MK4 jetzt. Ansonsten ist es ja gleich wie MK3. Ihr könnt die MK3-Sheets genauso hernehmen. Aber es ist halt absurd, ein MK3-Teil auf dem MK4 drauf zu machen. Das ist ja 2014. Kann natürlich jetzt ein bisschen riechen, da das ein neues Heizbett ist, wenn sie das erste Mal aufheizt. Ihr seht übrigens das Heizen hier. Rotes LED heißt Heizelement heizt oder Heizbett heizt. Was sagt er? Preparing Huggle, Heater Testing Huggle, Heat Break Status Huggle. Und Heatbed Heater, Preparing Huggle. Und jetzt testet er das Heizen und Huggle. Jawohl. Hier hat er irgendwie 60 Grad gesagt. Gearbox Alignment. Jetzt geht es wahrscheinlich um die Gearbox. The calibration is only necessary for user assembled or serviced gearboxes. Und ich habe es ja selber zusammengebaut, also muss ich es prüfen. Sonst könnte man skippen, aber wir haben es ja selber zusammengebaut. Also sage ich jetzt Continue. Before you proceed, make sure Filament is unloaded. Okay, wir sind unloaded, wir haben noch nie ein Filament drin gehabt. Rotate each screw counterclockwise by 1,5 turns. The screw heads should be flush with the cover. Unlock and open the idler. Also wir müssen erstmal aufmachen, runterklappen. Dann Schraubenzieher nehmen. Das hätte jetzt nicht vermutet, dass ich jetzt nur einen Schraubenzieher in die Hand nehmen muss. Jetzt soll ich die Schrauben
Also 1,5 Turns, so ist aufmachen. Das probieren wir jetzt einfach mal. Das ist eine halbe, das ist eins, das ist eineinhalb. Das ist eine halbe, das ist eins, das ist eineinhalb. Das ist eine halbe, das ist eins, das ist eineinhalb. Klick. Gearbox Alignment in Progress. Please wait 20 Sekunden. Also er tut jetzt das Planetengetriebe offenbar, das hier drin ja ist, das haben wir ja zusammengebaut, irgendwie testen, keine Ahnung, ob Widerstand oder wie auch immer. Und er wird mir dann wahrscheinlich sagen, dass ich die Schrauben wieder festziehen muss oder auch nicht. Tighten the M3 screws firmly in the correct order. They should be slightly below the surface. Do not over tighten. Also die sollen leicht unter der Oberfläche sein. Das waren sie vorher aber nicht einmal, wie ich es fest gehabt habe. Und er lässt es laufen. Ich höre, dass das Getriebe läuft. Das heißt, er prüft jetzt, während ich es anziehe, ob das was wird. Also eins, sollen wir die erste anziehen. Below the surface. Tatsächlich geht es jetzt ein bisschen mehr näher. Okay, passt. Dann zwei ist die untere. Oh ja, man hört, dass das Auswirkungen hat auf innen, gell? Das rattert irgendwie. Also, ist so leicht drin, so. Do not over tighten. Haben wir auf gar keinen Fall gemacht. Weiter da jetzt mal so. Kann man sicherlich nochmal wiederholen. Close the idler door. And secure it with the swivel. Klick. Alles wunderbar. Continue. Filament sensor calibration. We need to start without the filament. Also wir brauchen jetzt kein Filament im Extruder. Stell sicher, dass kein Filament im Filamentsensor ist. Ja, haben wir nicht. Continue. Jetzt kannst du mal unloaden, wenn man was drin hat, aber wir haben nichts drin, also continue. Ist Filament in the sensor? No. Insert the filament in the extruder until the sensor detects the filament. Okay. Gut, dass wir schon mal ans Hergericht haben. Und ich tue ihn einfach einfügen. Jetzt hat er erkannt. Filament inserted. Press continue. Remove filament to finish. The self-test failed to finish. Double checks the printer's wiring and access. Also Fehler. Wir sollen jetzt nochmal doppelt die Verkabelung prüfen, was wir schon 100 Mal gemacht haben. Dann restart. Toll. X-Achse sagt, dass self-test failed. Details below, use Knopf to scroll. Ja, da kann man scrollen. Also alles grün, bis auf die X-Achse. Also ich habe gelesen, schaltet den Drucker aus, macht das nochmal und dann geht es meistens oder sowas. Aber was sollen wir jetzt machen? Welche Taste kann man jetzt drucken? Gar keine. Use the online guide to set up your Wi-Fi. Wi-Fi brauche ich nicht, sage never. Ja, schön. Also alles echt extremst perfektionistisch gemacht und Fehler. X-Achse, Fehler. Und was soll bei der X-Achse jetzt der Fehler sein? Angesteckt haben wir es 5-mal getestet, geprüft. Jetzt schalte ihn aus und schalte ihn wieder ein. Und dann lassen wir das Ding nochmal komplett durchlaufen. Also jetzt fährt er nochmal alles durch. Wir filmen jetzt nochmal alles mit, aber ich mache einen Zeitraffer, wenn es irgendwie nichts zu kommentieren gibt. Okay, jetzt kommt dann wahrscheinlich bald die X-Achse, oder? Do not touch the nozzle. Okay, weil sie wahrscheinlich jetzt warm ist. Okay, die hat 50 Grad oder was? Welches ist die Nozzle? Das ist die Nozzle. 50 Grad. Hier ist das Heizbett. 40 von 35. You will need to help. Also jetzt geht es wieder darum, die Nozzle zu tippen. Tap Nozzle in 5 seconds. Okay. Die X-Achse ist die. Wenn er jetzt rüberfährt, hat er vorhin so dunk, 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 dunk gemacht. Jetzt hoffen wir mal. Jetzt ist richtig. Jetzt ist richtig. Vorher war das irgendwie komisch. Also ich wäre jetzt aggressiv worden, wenn wir das Ding nochmal auseinandernehmen hätten müssen. Aber hier haben wir X. Es ist wieder nicht gegangen. Jetzt heizt er auf 110 Grad. Betttemperatur und 290 Grad Nozzle. Und er heizt ganz schön schnell. 180, 190,
200, 210, 220, also das Heizelement hat schon ein bisschen Power. Und das Heizbett, naja, das ist auch ein bisschen schneller als bisher, aber nicht viel. Also X-Achse haben wir irgendein Problem. Gearbox, das machen wir nicht nochmal, das skippe ich. Weil da möchte ich nicht so viel rummachen. Self-Test failed. Also, wir haben jetzt wirklich ein Problem mit der X-Achse. Und Z-Achse hat er gar nicht getestet. Jetzt scroll ich nochmal durch. Der Rest schaut alles gut aus, aber X-Achse fail. Schade, schade, Schokolade. In diesem Sinn, ich kann es euch nur sagen, wie es ist. X-Achse fail. Ich habe es richtig eingesteckt, richtig verkabelt, das ist alles garantiert. Alles, was wir gemacht haben, ist 1000 Mal getestet, geprüft. Und was jetzt los ist, kann eigentlich vielleicht die Riemenentspannung sein. Aber die schaut eigentlich relativ gut aus. Wenn ich rübergehe, die schaut relativ gut aus. Und Z-Achse, ein Strich. Also, die hat er vielleicht gar nicht mal getestet, aber warum hat er dann die Y nur getestet? Wenn, dann hätte er nach X aufhören müssen, wenn es Fail ist. Aber okay. Gut, in diesem Sinn, wir werden ein bisschen rumprobieren. Das finden wir raus. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und bis bald.